Die Flammen lodern und verbrennen Holz. Keine Brandkatastrophe, sondern das traditionelle Osterfeuer im Wildpark. Es lockte am ersten Osterfeiertag Hunderte von Besuchern in den Dömener Wildpark. Und das Wetter spielte auch mit. Veranstalter war der Schützenverein Nieströter. Wir haben das 2019 von der Kirchengemeinde St. Viktor übernommen, die das vorher immer schon gemacht hatte. Und die hatten uns 2019 gefragt, bevor es einschläft, ob wir das übernehmen würden, weil es immer schwieriger war, Aktive zu finden. Und da haben wir das gerne übernommen. Also mit den Vorbereitungen und heute sind wir rund 20, 25 Personen, die das mit vorbereitet haben. Früher war es tatsächlich so, dass man es hauptsächlich aus Vorgärten bekommen hat, aber inzwischen bringt jeder das sozusagen zum Wertstoffhof, sodass wir den Bauhof um Unterstützung gebeten haben, die uns auch was von ihrem Heckenschnitt gebracht haben. Der Wildpark als Liegewiese. Die Wärme des Feuers lud zum gemütlichen Aufenthalt ein. Auch für Speis und Trank war ausreichend gesorgt. 600 Bratwürste warteten auf hungrige Käufer. Die Warteschlange wurde immer länger. Wir wollen natürlich schauen. Wir haben dieses Jahr, wie man sieht, mit einem Toilettenwagen auch etwas mehr investiert. Den gab es bislang nicht, das natürlich auch zu Kosten führt. Und wir schauen mal, was am Ende dann dabei rüber bleibt. 10, 11 Uhr, je nachdem. Und da anschließend müssen wir auch Brandwache machen und ist alles organisiert. Von daher, wenn wir fertig sind, werden wir uns sicherlich nochmal ein bisschen zurückziehen und da so Resümee ziehen und meinem kleinen Kreis hier vom Orga-Team uns noch das ein oder andere gönnen. Immer mehr Besucher nutzten im Laufe des Abends die Gelegenheit, das Osterfeuer zu besuchen. Nach 2 Jahren Corona-Pandemie mit Maskenpflicht war bei vielen eine Erleichterung festzustellen. Oh, ist ganz nett. Waren Sie vorher auch schon mal öfters hier gewesen? Nein. Das ist jetzt das erste Mal hier in Dömen. Ja, heute ganz gut. Erstmal hat das Feuer gut gebrannt. War schön. Waren Sie vorher auch schon mal öfters regelmäßig hier? Jedes Jahr waren wir immer. Ja, aber schön wieder. Ne, gemeinschaftlich. Keine Maske mehr, alles entspannter. Bitte? Ja, sicher. Mein erster Eindruck vom Osterfeuer ist super. Ich freue mich total, dass wieder Osterfeuer ist. Waren Sie sonst immer auch hier? Ja, immer. Man trifft den Nachbarn und Freunde und es ist immer nett. Hier kommt man raus wieder. Ja, fußläufig um die Ecke. Ja, sehr schön, würde ich sagen halt. Also es brennt ganz gut und macht der Bramring soweit. Ja. Ich kenne dich da ganz gut und ja, ich komme mal mehr oder weniger von der Stadt auch und ich kenne die Leute so. Für ausreichende Beleuchtung sorgte das technische Hilfswerk Ortsverband Dülmen. Wir sind hier und beleuchten die Wege, dass, wenn die Sonne untergegangen ist, die Leute nicht stolpern. Wir haben 3 Stative aufgebaut mit LED-Strahlern und den Stromgenerator mit einem Lichtmast, um hier den Eingangsbereich zu beleuchten. Der Nieströter Schützenverein richtete sich auf eine Nachtschicht ein, denn bis zum vollständigen Erlöschen der Flammen dauert es erfahrungsgemäß einige Stunden. Meistens bleiben dann am Ende wirklich nur so.